So, jetzt wollen wir, machen uns vielleicht ein bisschen Musik an. Und, ich habe sogar schon offen. Guck mal, oh, ich habe so offen. Entweder habe ich es schon offen oder noch offen von gestern. Ich habe den Computer nicht ausgemacht, weil ich was runtergeladen habe. Hey, ich würde gern OBS haben, damit ich den Titel ändern kann. Arbeit an dem Model. Update Title. Achso, jetzt muss ich Kategorie wieder wechseln. Ich mache erstmal Musik. Schön Musik zum Entspannen. Jetzt gucken, weil ich auf YouTube bin, dass man hier so Copyright-Gedöns anmacht. Ich habe mich kurz gewundert, aber es kommt Musik. Bearbeiten. Just Chatting weg. Art. Ach, die Röhrchen, ja. Hey, nicht weggehen. Ja, die sind mehr. Die sind so droopy, die sind geschwungen und die sind oben die Bassgröße. Machen wir das mal auf Speichern. Da sehe ich auch deine Augenbrauen besser. Ich glaube, die muss ich noch mal bearbeiten. Hatte ich bei dem Originalbild nicht so gut gesehen. Obwohl, hier sieht man sie auch gut. Sind gar nicht so, die sind mehr so oval gestreckt. Ja, habe ich meinen hier. Wo ist mein Stift? Ja, gute Frage, nächste Frage. Wo ist der Stift fürs kleine Tablet? Ich muss echt mal hier aufräumen. Dann nehme ich halt das Große. Das da rausfriemeln. Ups. Hallo. So gerade. So, das kommt hier rüber. Wenn ich nicht alles im Bildschirm wechseln muss, mache ich das jetzt kompliziert ums Eck. Aber das müsste auch so gehen für die Augenbrauen. Das ist halt eine etwas andere Form, wie ich sie gemacht habe. Boah, das ist jetzt echt ungewohnt. Ach, ich will die Texturen anpassen. Boah, gibst du mir bitte die Texturen? Mensch, muss man immer den Reiter zwingen. Hallo? So, Augenbrauen, Eyelids, Eyeliner, Eyelash, Brow Star. Würdest du bitte? Irgendwie ist die Anzeige komisch. Hier ist denn mehr. Doch ein bisschen dicker wie hier. Ja. Das sind ja die Augen, die sie mir gegeben hat. Das sind die vom, wahrscheinlich vom Originalmodell, die Augen. Aber die sehen halt echt klasse aus. Sie sehen super aus.
Aber dafür habe ich, die habe ich leider nicht gemacht. Hat Skulda mir gegeben. So ehrlich müssen wir sein und sagen, wo wir das Zeug herbeziehen. Soll ja hier keiner beschissen werden. Das wollen wir nicht. Ich glaube, so sind eher die Augenbrauen. Wobei ich glaube, vorne noch ein bisschen schmäler. Die sind so. Wo ist ein Discord? Meine Referenz. Wo war das Bild ohne alle Haare? Hier. Oh, die sind ein bisschen weiter. Das ist zu kurz. Muss man ein bisschen länger machen. Viele neue Tasten finden. Ah, bis hier ungefähr. Blöd, dass man das hier nicht drehen kann. Ups. Hey, würdest du bitte radieren? Ja, das kommt doch sehr nah ran. So, dann haben wir jetzt die Augenbrauen angepasst. Das hatte ich gestern nämlich schon gesehen, dass ich die eine bisschen andere Form gemacht hatte. Wir wollen ja so nah wie es geht an deinen 2D-VTuber rankommen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Haare auch schön kriegen. Nee, Override wollte ich. Ich habe auch hier deutlich realistischer gemalt, weil du ja auch hier sehr, sehr detaillierte Sachen hattest, weil sonst bleibe ich ja immer sehr cartoony. Habe ich mir lange dran gesessen am Brushing für den Körper. Ich finde, es ist eigentlich echt gut gelungen. Muss nur gucken, ob ich das als Timelapse machen kann, weil ist ja nackig. Ich hatte auch nicht dran gedacht, dass ich irgendwie so ein Zensurdinger übergebe. Ich habe es ja auch komplett nackig gemacht, dass ich besser sehe. Dass ich da nicht irgendwo eine Stelle versteckt. Das wäre ja doof. Da Haare. Das ist mir erstmal die Basehaare. Wo ist nochmal das Photoshop? Habe ich es da offen? Nee. War nochmal ein Bild, damit ich mir die Farbe wieder rausklauen kann. Warte ich denn das? Unter Downloads. Downloads kann ich hier nicht aufmachen. Okay, wäre auch nicht so schlimm gewesen. Ich weiß nämlich nie, was ich in meinem Downloads-Ordner befinde. Da ist ja auch das Zeug für Commissions und so weiter alles drin. Das darf ich nicht alles zeigen. Nachrichten. Irgendwas Spannendes? Nicht so wirklich. So, haben wir nämlich hier. Komm jetzt hier rüber. Dann klaue ich mir. Oh, doch, zerpixel ich das Bild, egal. Ich will die Haarfarbe. Space ist der dunkle Ton wahrscheinlich ein bisschen besser wie der helle.
Halt, ich sollte vielleicht auch die Farbe raussuchen. Den brauche ich. So, mal gucken, ob wir was haben, was schon in die Richtung kommt. Damit wir da ein bisschen nur bearbeiten müssen, dann haben wir uns Arbeit gespart. Ich meine, dafür nutzt man ja V-Roy, dass man halt schon mal eine gute Basis hat, die man dann anpasst. Geht das alles viel schneller. Müssen wir hier auch nochmal hier groß machen. Wo ist denn jetzt das Bild? Ich hatte es doch eben offen. Photoshop, wo bist du? Ach, da. Jetzt muss ich gucken, dass ich Photoshop und den Chat da irgendwie hinkriege. Ich beides sehe. Hab's gleich. Und jetzt OBS. Für das Manipulieren, also für die Schieber, was wir jetzt machen, habe ich die Maus. Fürs Zeichnen habe ich ein Tablet. Deswegen habe ich mir das ja gerade hier vorne hingeholt. Normalerweise, ich habe hier halt so ein Display-Tablet. Normalerweise mache ich es mir da drauf. Ich muss halt hier gucken, hier stimmen die Farben nicht so immer so gut. Gerade was so Gelb- und Lila-Töne angeht. Die sie auf dem zweiten Bildschirm offen haben. Ich habe auch noch ein kleines, was ich eigentlich nutzen wollte, damit ich das auf meinem Hauptbildschirm habe. Aber ich habe keine Ahnung, wo mein Stift ist. Und ohne Stift kann ich das nicht nutzen. Der ist in meinem Chaos irgendwo verschwunden. Ich werde ihn wahrscheinlich heute Abend finden, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Ja, er ist ja nicht weg. Also der ist hier irgendwo in meinem Chaos. Hier liegt halt viel Zeug, was ich eigentlich wegräumen sollte. Das habe ich auch noch nicht weggeräumt. Presets. Ich brauche jetzt erstmal, das sind die Haare hinten. Wir brauchen erstmal lange, wellig. Also so eine Wuschhaare. Vielleicht sowas. Das sind auch schon mal Wuschhaare. Wie sieht das aus? Nee, das ist zu gerade. Wir haben schon wirklich diesen Musch. Wir brauchen noch mehr Volumen, aber es geht schon. Es ist zu wellig. Und es ist zu glatt. Wobei, das würde wahrscheinlich eher passen, weil wir halt diese zwei Zöpfchen hier vorne schon mal haben. Dann müssen wir halt hinten noch anpassen und ein bisschen mehr Volumen da reinkriegen. Aber das ist ja machbar. Nehme ich den. Der hat mehr Volumen, dann können wir die Zöpfe anpassen. Da müssen wir eh noch mehrere Layer Zöpfe drauf. Der hat mehr Volumen. Das andere ist alles kürzer. Geflochten wollten wir nicht. Das ist einfach nur länger. Und der hat hier so zwei. Gibt sich da etwas mit Volumen? Doch, der hat ein bisschen mehr Volumen. Es sieht voluminöser aus. Das wollen wir haben. Dann bearbeiten wir den hier. Dann gehen wir Stück für Stück vorwärts. Machen wir das erstmal. Wir färben das einfach mal in die. Das ist aber nicht richtig. Warum hast du jetzt das Bild da drinne? Wo kommt das her? Der macht da bitte. So, okay. War kurz verwirrt, warum das PNG da drin ist. Okay. Habe ich wahrscheinlich irgendwann mal die PNG reingeladen. Warum weiß ich nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo was ist. Das ist das ganz hinten. Wir brauchen die Haare bis zum Bobbes. Ja.
Machen wir Symmetrie an. Es ist ja alles symmetrisch. Kann ich hier nicht? Doch. Oder wir machen es hier länger. Was geht besser? Okay. Nö. Ist hier. Na, vielleicht noch ein bisschen weiter, dass nur wirklich damit. Obwohl, das sind die hinteren, die sind ein bisschen kürzer. Die haben wirklich sehr einen Swoosh. Dass man die hier sieht. Ja, ich kann ja hier keine Plane reinziehen, das ist ein bisschen doof. Das wäre halt leichter, wenn ich hier die eine Plane reinziehe und sie direkt dahinter packen könnte. So muss ich das alles halt abschätzen mit dem Auge. Und vielleicht nach gerade snappen, also nach vorne dran snappen, wäre halt auch eine coole Funktion, die man haben könnte. Wir wollen ja hier rausgehen. Aber es geht halt immer noch schneller, das so zu machen, wie wenn ich in Blender mich hinsetze und die von ganz vorne neu mache. Da finde ich das Tool hier tatsächlich schon so sehr hilfreich. Mit Herren tue ich mir im Blender immer noch ein bisschen schwer. Die Weizer Curve ist immer ein bisschen schwer zu kontrollieren. Ja, so, das ist das Endvolumen und dann müssen wir halt jetzt noch die Lücken füllen. Den machen wir dann gleich, wenn wir alles... Hä? Willst du mit runterkommen? Du bist drunter. Sind auch die, die oben drauf sind, dann auch nur länger. Komm, komm. Ach, hier. Okay, das ist nur eine Strähne. Das ist aber die äußerste. Mal gucken. Die haben wir da unten. Die auch, die auch. Die ist auch unten. Das ist noch nicht unten. Vorne, das ist vorne, okay. Vorne machen wir jetzt noch nicht. Das blenden wir mal aus. Wir machen jetzt erstmal hinten, immer so Stück für Stück. Wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Volumen. Vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr hier hingehen. Ist das eine Freehand-Curve? Das sind alles Freehand-Guides. Ja.
Dann können wir jetzt hier einfach den Stift nehmen und sagen, ich hätte hier gern noch ein. So nicht. Ich würde gerne. Ach so, das war. Das war der Retuschebrush, das war der falsche Stift. Ich hätte hier gerne nämlich noch ein paar dünnere gern drinne. Wir fallen hier doof. Aber lange ist immer ein bisschen schwierig. Die Frage, drauf oder drunter? Okay, irgendwie. Wie ganz ruhig. Alles wird gut. Die muss ich ein bisschen länger machen, dass sie halbwegs gleich lang sind. Müsste ein bisschen kürzer. Das müsste jetzt von der Weite her passen. Müssen wir hier ein bisschen gucken, dass wir das hier so nicht so abgekattet lassen. Vielleicht sollten wir hier noch, ich will mal was gucken, wenn wir da dazwischen. Hier. Dass man die da ein bisschen mehr so da ran drückt. Dass man jetzt nicht so diesen großen Hohlraum hat. Ich dass das ein bisschen enger ist. Das sieht man ja dann, wenn sich's bewegt. Ich glaube, so müsste es gehen. Dann machen wir noch ein paar dünnere Strähnchen vielleicht noch mit rein, wenn wir das hier. Ich will nicht, dass das hier so durchguckt. Mit ganz viel Feingefühl. Mir hier noch so eins, zwei dünnere Strähnchen reinmachen, dass das Aufgebrochene wirkt. Muss gerade mal gucken. Was ist oben drauf? Mach mal die Breite. Was ist das? Das ist noch zu breit.
Vielleicht 0,7 oder so. Keine Ahnung. Nicht, ach doch, 0, ich wollte sagen, nicht 70. Wobei das auch noch zu weit ist. Ich kann so kleine Highlights reinkriegen. Es ist immer noch so breit. Hat sich da überhaupt irgendwas verändert? Nö. So kann ich das dann hier anpassen, wenn sich Wasser mal im Strich nicht ändert? Ach, da hat Texturparameter. Das war der falsche. Das ist die Breite. Ja, okay. Ich hab's gefunden. Wir gucken noch irgendwas. So, dübeln wir dich mal da dran. Nicht da ein paar. Ich würde da gar ein paar Punkte gerne rauslöschen. Ich glaube, das kann ich nicht. Also so ein Tool bräuchte ich, wo man diese ganzen Punkte rauslöschen kann. Das ist halt nicht so wirklich gerade, es sind so viele Punkte. So müsste es gehen. Ist immer dieses, es darf nicht zu nah aneinander, es darf aber nicht zu weit auseinander. Wir wollen ja halt diese Lücken möglichst gut überdecken. Ja, ich glaube, das ist der Kopf, die Kopfhaut. Das ist jetzt zu dünn.
Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das ist einfach. Oder sind es die ganz hinten, die. Weil was Dunkles scheint hier noch durch. Bin mir nicht sicher, ob das einfach die Kopfhaut ist. Das kann nämlich auch gut sein. Machen wir einfach mal anders. Ah doch, das ist die Kopfhaut. Gut. Müssen wir da noch ein paar Härchen drüber machen, dass wir die nicht so sehen. Müssen wir nur gucken. Welches würde sich da. Nee, ist doch nicht. Ah, okay. Nee, war's nicht. Machen wir hier noch einen Streifen. Ich wollte das hier eigentlich überdecken. Ja, doch, war richtig. Na gut, das passt nicht. Die hier. Nein, du nicht. Du da. Nein, jetzt. Ich will die dahinter haben. Die da. Ah, die will nicht. Da vorne sieht es ja eigentlich schon. Ist halt hinten, also so seitlich. Das finde ich halt nicht so schön. Das hätte ich gerne ein bisschen zuer. Ja, ein bisschen hin und her, Doktor. Ja, wird immer ein bisschen besser. Ganz krass offensichtlich Lücken zu machen. Wenn so ein paar Lücken drin sind, ist ja nicht so schlimm. Gerade hinten. Das sieht man dann halt auch mit dem Shader nicht. Der ist oben drauf. Ich will einen, der drunter ist.
Ja, das ist immer ein bisschen satt. Das ist aber immer noch leichter wie in Blender, das zu machen. Gerade lange Haare. Haare sind immer schwierig, finde ich. Das ist zu dünn. An und für sich sind die Haare hier nicht verkehrt. Man hat halt auch viele schon so vorgefertigte Dinge, bei denen man ja dann anpassen kann. Also, gerade wenn man halt viel verändert, muss man dann hier und da nochmal drüber. Jetzt sind Blender halt deutlich schwieriger, weil die Beizer-Curves halt noch widerspenstiger sind, wie hier das mit dem diesem Gitter. Ich mache jetzt noch die Lückchen zu. Für das 3D-Modell greift der geholt, aber ich das so mehr für dich. Ja? Nein. Es ist halt auch nicht so einfach. Ich weiß, fürs 3D-Modellieren Grafik. Ich nutze halt Grafik-Tablet tatsächlich im Modellieren an sich selten. Höchstens mal zum Sculpten. Also wenn man halt die Sculpting. In Blender heißen die sogar Sculpting-Tools. Wenn du halt wie diesen virtuellen Ton bearbeitest, ZBrush und so weiter. Aber so zum Modellieren an sich nehme ich tatsächlich lieber die Maus, habe ich mehr Kontrolle drüber. Dann halt zum Texturieren und Malen generell mache ich es auf dem Tablet besser. Hier muss ich mal gucken, wie das ist mit den. Wie waren die Haare nochmal? Weil du hast ja. Also Skulda hat ja zwei verschiedene Farbtöne, wenn man, oder eigentlich mehrere. Hat ja nicht nur einen Gradienten drin, ist oben heller, unten dunkler, sondern die Innenseite hier ist auch noch pink und außen ist mehr lila. Und hier ist dann halt nochmal ein Gradient von pink zu lila. Da muss ich gucken, wie die Textur aufgesetzt ist in Revoid, wie ich das mache. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier diese einzelnen Strähnchen noch reinmache. Jetzt habe ich erstmal die Basis so gut. Ich will halt auch nicht zu viele Strähnchen reinmachen, damit der PC halt nicht kollabiert. Weil es ist ja dann auch wieder viel, was gerendert werden muss. Gerade lange Haare können halt sehr viel Leistung fressen. Es gibt keinen, es gibt, also ich werde nie wieder so schnell ein Model machen wie eins, das komplett überladen war, aber auf Wunsch hin. Aber dann wurde sich beschwert, es hat so viele Polygone, dass mein Rechner, es legt meinen Rechner lahm. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihm das zigmal gesagt habe, aber bei mir hieß es, nee, 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 mein PC schafft das, kein Problem, kein Problem. Und dann, ja, hattest du, was waren es? 10 Millionen Polygone und dann, oh Wunder. Der Rechner macht nicht mit. Aber man wollte ja Klamotten, die man sich selbst beschafft hat, unbedingt drauf haben, ohne Polygonreduktion, weil das würde ja zu viel Zeit fressen. Na, ich glaube, wenn du ein VC-Face mit einem Modell mit mehreren Millionen Polygonen öffnen willst, ich glaube, da macht der beste Rechner nicht mit. Das ist halt dafür gar nicht ausgelegt. Ist halt nicht, also so Hunderttausende kein Problem, aber wenn es in mehrere Millionen Bereich an Polygonen geht, da sagt VC-Face nö. Zu Recht. Es gibt keine, naja, es ist ja kein 3D-Programm in dem Sinn wie Blender oder sowas, das besser mit Polygonen arbeiten können, weil es halt auch Realtime-Übertragung ist, das ist immer schwierig.
Man muss mal ein bisschen auf den Polycount achten. Wenigstens so ein bisschen. Ja, das ist mitgekriegt mit dem, Hatte ich das live teilweise gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das Ding sah auch halt echt scheiße hässlich aus. Ich habe das auch auf, glaube ich, auf keinem Portfolio-Seite oder sonst irgendwie Social Media hochgeladen, weil das Ding einfach nur hässlich ist. Aber er wollte es ja unbedingt so haben. Auch so ziemlich realistisches Gesicht. Er hat das auch das Modell selber rausgesucht. Erst sollte ich einen Anime-Kopf drauf machen, wollte er dann doch nicht. Der wollte den normalen, realistischen Kopf machen. Sollte die Augen nur größer machen. Dann hatte ich die auf das mehr als das Doppelte vergrößert und dann sagt er, ja, guckt so erschrocken. Ja, wenn ich aber so Glubscher reinmache, klar guckt er erschrocken, dann kann ich es leider auch nicht ändern. Ich muss die Augen dann kleiner machen. Nee, das will er nicht. Will er große Augen haben. Aber keine Anime-Augen. Er möchte große, realistische Augen haben, aber die sollen nicht so erschreckend aussehen. So wie so ein riesen Glubscher drinne. Furchtbares Ding. Es, ja, es an für sich klingt es witzig, aber das war hässlich. Es war einfach nur hässlich, das Ding. Mal gucken, wenn wir. Ich will jetzt eh. So, wenn ich Leerlauf habe und keine Commissions habe, will ich eh ein paar VTuber machen. Verschiedene, auf verschiedene, also nicht nur Menschen, sondern einfach generell verschiedenes Zeug. Und die lade ich dann auf Kofi hoch, dass man sich nehmen kann. Also für ein Abalone-Ei. Einfach so Gag-Dinger machen, so ein Goldfisch im Glas wollte ich mal machen und gucken, ob das funktioniert. Einfach so absurde Dinger. Dann halt auch natürlich, Chat darf mitbestimmen oder halt auch YouTube parallel, was gemacht wird an Trolldingern. Ich will jetzt auch mal gucken, so PNG-VTuber, weil die halt auch schnell zu machen sind, zeichnen. Da habe ich mir jetzt Programme runtergeladen und gucken, wie das geht. Dass man halt auch so lustige Dinger machen on Stream und die haue ich dann einfach in den Kofi rein für, keine Ahnung, 3, 4 € oder so oder zahl, was du willst. So Mini-Dinger. Ich wollte halt so kleine Aktionen immer mal machen mit halt zusammen mit dem Twitch-Chat oder halt auch mit YouTube-Kommentaren. Ich habe jetzt eine neue Reihe angefangen, die ich super lustig fand, wo ich dann so alle 2 Wochen einen Content Creator in vier verschiedenen, nee, 3 verschiedenen Stils zeichne, wo ich dann halt einfach ein Rad habe, wo ich dann drehe, auf dem das Rad landet, der wird dann gezeichnet und dann habe ich noch, dann drehe ich halt nochmal ein Rad mit verschiedenen Styles und in dem Style wird er gezeichnet. Das war super lustig. Das werde ich so alle 2 Wochen machen. Da will ich mal auch gucken, ob ich das live mache. Aber wenigstens ein bisschen was live zeichne. Das motiviert mich halt auch selber ein bisschen was zu machen. So, ich wollte Haarsträhnen machen, aber dann brauche ich noch einen neuen Guide, weil der muss. Warte mal, kann ich mir nicht einfach einen, der schon ein bisschen mehr oben drauf ist? Was bist du? Ist relativ oben drauf. Ah, hier, das ist doch. Oder? Nee, welcher war denn das jetzt? Der hier. Kann ich mir den einfach duplizieren? Wo ist der? Ah, wo ist der? Hier. Ja, das ist der gleiche. Gut. Der unterste ist das. Das ist schwierig. Ich kann Japanisch nicht wirklich lesen. Ich kann ein paar einzelne Begriffe in Kanji. Das war's dann auch schon. Das hier. Bis 7 kann ich. 7, 2, 1. Machen wir das Deleten. Dann machen wir das Deleten. Wir wollen jetzt erstmal nämlich oben drauf. Und wir wollen auch symmetrisch arbeiten. Damit das einfach schöner aussieht. Und diese einzelnen Fluffsträhnchen hier. Sowas ein bisschen. Machen wir vielleicht nicht ganz so viel. Ich glaube, das kommt im 3D halt nicht so gut mit dem Wiggen und so sieht das. Kann das ein bisschen komisch aussehen. Aber dass wir so eins, zwei Strähnchen links und rechts haben jeweils, die so ein bisschen abstehen, dass man halt wirklich an das Modell rankommt. Es soll ja auch schön aussehen, wenn sie es bewegt. Und 3D bewegt sich ja anders wie 2D. Da muss man ein bisschen gucken. So, mal schauen. Ich
Ah, das ist zu groß. Ja, sowas in die Richtung. Dann machen wir zwei dicke und eine dünne. Oder, vielleicht zwei dünne und eine dicke. Machen wir hier einfach. Oh, ja, das ist gerade. Na ja, gut, kommt drauf an, wo du hin willst. Schon ein bisschen den Schwung mitnehmen. Oder wir können mal auf Sketchfab gucken, ob es da irgendwelche Gratis-Basismodelle gibt, die wir dann halt verunstalten können. Ist bestimmt auch witzig. So eine Challenge für einen Tag. Dass man halt so kleinere Dinger macht. Ich habe jetzt auch vom Kumpel ganz, ganz viele Anime-Dinger gekriegt, aber da weiß ich noch nicht, was ich mitmachen will. Die sind teilweise gerickt und teilweise noch nicht. Ob ich da vielleicht Animationen draus mache. Ich weiß auch nicht, wo er die her hat. Oh nein, ja. Oh, fühle ich ja. Aber so gar keine Lust. Ja, das fühle ich. Ich muss auch sagen, momentan bin ich echt froh, dass ich noch krankgeschrieben bin. Ich könnte mir momentan nicht vorstellen zu arbeiten. Ich glaube, das würde ich noch nicht packen. Ein bisschen weit aus, steht ein bisschen weit ab oben. Ich hoffe dann, dass du nicht so einen stressigen Arbeitstag hast. Weiß nicht mehr, was arbeitest du denn? Möchtest du das mit uns teilen? Ich weiß es leider nicht auswendig. So, aus der Seite raus ist aber auch nicht verkehrt. Aber irgendwie dreht sich das komisch. Sieh nur. Ich hoffe nicht am Tag, sondern in der Woche, so Minijob-mäßig. Ja, dann geht ja noch. Chemieindustrie. Oh, das klingt aber spannend. Chemie fand ich halt auch immer super spannend. Ich fand das ein bisschen doof, dass wir bei uns in der Schule halt keinen vernünftigen Chemieunterricht hatten oder Physik oder sowas. Das war halt Realschule, was willst du denn erwarten? Wieso ist die so komisch verdreht? Ist das. Ah, das hier ist verdreht. Kann man noch nicht so entscheiden, vielleicht so. 3 Tage auf, Ende mit der 3 Tage frei. Ja. 3 Tage. Also 3 Tage. 12 Stunden an 3 Tagen ist halt echt noch. Klingt entspannt. Ich überlege, was ich in der Gastronomie gearbeitet hatte. Da hatte ich auch eigentlich 30-Stunden-Schicht, also 30 Stunden die Woche. Und dann hattest du trotzdem noch Überstunden. Ja, teilweise auch Tage, wo du 10 Stunden hast und eigentlich noch bleiben sollst, weil du bist ja noch nicht fertig mit deiner Arbeit. Aber es war halt auch teilweise so viel, das hast du nicht geschafft. Nee, Sickness weg. Dass es nicht so sick ist. Aber der hier dreht sich wieder anders wie der hier. Obwohl das symmetrisch ist. Sollte eigentlich symmetrisch sein. Na gut, dann ist aus der Symmetrie eine Asymmetrie geworden. Ich weiß zwar nicht warum, aber es soll mir jetzt auch ganz recht sein. Aber hier bin ich noch ein bisschen. So ganz. Vielleicht soll ich das einfach ein bisschen mehr hier hin machen, dann fällt das nicht so auf.
Okay, mal. Ach, du hast 4 mal 12 Stunden. Ich dachte halt, die 12 Stunden auf 4 Tage aufgeteilt. Oh, das ist anstrengend dann. 12 Stunden, ja. Das hatte ich nämlich teilweise auch in der Gastronomie dann. Stehst du da 12 Stunden, gerade zu Feiertagen, stehst du 12 Stunden an der Spülmaschine, es ist tösend laut, heiß und nass und bäh. Oh je. Und dann bist du aber auch, weißt du aber auch, was du getan hast nach so 12 Stunden Arbeit. Machst du das dann? Ich muss auf, ja, Feiertags und Wochenende, ja, das muss ich halt auch. Ich hatte Montag und meistens den Dienstag frei. Kam immer drauf an, wenn Feste oder so weiter waren, dann halt nicht, aber so waren so die meistens immer Freitag und, Montag und Dienstag, weil das Restaurant zu ist. Ich bin auch so froh, dass ich da nicht mehr hin muss. Es war auch ein Saftverein, wo ich war. Kann ich keinen empfehlen. Also, Gastronomie musst du lieben, um in der Gastro zu arbeiten. Wenn du Gastronomie nicht liebst, dann bleib fern der Gastronomie. Ah, ich weiß jetzt, warum das anders aussieht. Ich habe hier die Thickness nicht bearbeitet. Das ist einfach noch flacher. Ja. Ich war halt an der Spüle. Hab sauber gemacht und geputzt. Was war halt auch, ich hatte auch einfach einen beschissenen Betrieb, der war halt nicht organisiert und jeder hat gemacht, was er wollte. Und von Teamarbeit hat auch keiner was gehalten. Hauptsache, man selbst arbeitet möglichst wenig. Das kann ja ein anderer machen. Und zum Schluss war es dann immer ich, weil ich ja der Depp vom Dienst bin. Als Spülfrau kann man ja andere Sachen machen, weil die anderen müssen ja kochen und zu Essen rausbringen. Und die Spülfrau, die kann ja einfach länger bleiben. Die macht das schon. Weil die anderen machen es ja auch. Man soll sich ja nicht so anstellen. Besten auch noch beim Chef oben sein Zimmer putzen, wenn man ja eh schon dabei ist. Dann immer, ja, die anderen machen es auch und die Leute haben sich das so ausnehmen lassen, egal wer. Nicht beide anwählen. Nee, ich kann immer nur einen anwählen. Oder so vielleicht. Was? Das ist die Breite. Es ist komisch verdreht hier, die Haare. Wir haben hier so ein Viereck. Was ist das irgendwie? Wenn wir mal hier noch eine Strähne hin, dann haben wir es, glaube ich, für die langen hinteren Haare. Müssen wir das hier noch schön einblenden. Hier oben das. Und dann können wir an die Zöpfe an der Seite gehen. Weil das ist ja das, was man am häufigsten sieht, die Silhouette von so.
Obwohl, eigentlich müsste ich das auch noch in einen anderen Layer machen. Ich glaube, das wird dann auch zu viel. Man kann ja auch was überdesignen. Ich glaube, wir lassen es erstmal so und gucken, wie es aussieht, wenn wir die Zöpfe an der Seite haben. Wie gesagt, man kann halt auch Sachen überdesignen und es fängt dann alles an, in sich zusammenzurutschen. Das ist ja dann auch nichts. Wir können ja Schritt für Schritt, wir können ja immer wieder zurück. Das ist ja das Schöne, man kann immer wieder Sachen an- und ausschalten und umziehen. So. Haben wir jetzt hier die. Machen wir erstmal die langen. Die sind bis. Na, so bis zur Brustkante. Ja, die sind halt deutlich zu kurz dafür. Das können die kurzen sein. Denn das ist halt eins. Zwei Dinger. Eine. Und das sind die langen. Habe ich nicht noch mehr? Oder mal gucken, ob man es. Save as new item. Müssen wir hier mehr rantackern. Seite. Müssen wir hier was finden, was so in die Richtung geht. Haben wir irgendwo längere Seiten? Das sind dann halt so einzelne. Wobei die drei würde ja passen, wenn wir die länger ziehen. Oder gewellt. Das gewellt hat auch was. Das würde auch wahrscheinlich mehr so in die Richtung gehen. Das ist ja auch. Ah, das ist nicht ganz gewellt. Die längeren sind schon mehr gerade und die anderen sind gewellt. Und sind mir das hier. Oder die hier. Von der Form fallen die schön. Ich glaube, die hier können wir nehmen. Das sind jetzt einfach nochmal kürzer. Hier sind nochmal lange dabei. Wobei. Ich glaube, das würde halt auch echt passen. Wenn wir die ein bisschen dicker machen. Zöpfchen. Mit die nehmen, ja. Ein bisschen dicker machen. Dann halt einzelne Strähnchen auch wieder raus. Wir haben ja hier diese einzelnen Strähnchen und dann hier noch ein bisschen mehr. Und dann beim Pony müssen wir gucken. Es ist halt jetzt viel zu fein im Kontrast dazu, deswegen müssen wir die ein bisschen dicker machen. Das ist nicht die. Ah, nein, wollte ich nicht. Oh. So ein. Machen wir 1, 4, 5. Muss ich die andere finden? Die andere Seite? Jetzt 1,45. Nee, machen wir die Delete. Delete, machen wir die raus. Dann haben wir die hier noch. Oder die einzelne. Wobei ich glaube, die können wir tatsächlich so lassen. Mit die hier noch ein Wink größer und ein bisschen gesetzter machen.
Okay, das war der falsche Schieber. Wobei die auch, dass man die ein bisschen in die Richtung. Dann ist es jetzt auch groß genug, dass es nicht auf die Fuchs fällt. Da sind ja Kulischis drin. Wobei wir den hier noch so ein bisschen runter machen müssen, weil da kommen ja noch mal welche vorne drauf. Na ja, hier noch mal die. Die Seite. Die hier. Die geht bis zum Hals. Das hier. Nee. Ach, das war ja bei dem anderen, das war hier. Hiermit. Die gehen um. Symmetry. Ja, ungefähr bis hier. Und mehr nach vorne. Ah, 3D. in den Richtungen alle richtig sein. Na komm, nimm den mit. Das schaut mal nichts aus. So, das sind hier die Fahrer hier vorne. Kann ich die noch wink? Hier runter. Darf die halt auch nicht zu nah an den Körper machen, sonst fällt das hier oben drüber. Das wollen wir ja auch nicht.
War blöd, dass man das nicht so seitlich richtig snappen kann. Ja, wirklich weiter runter will ich es auch nicht machen. Dann haben wir dann Probleme, wenn wir, ja, Physics anmachen. Wenn das zu meinem Körper ist, funktioniert es da nicht so richtig. Dann nicht so ganz mit der Symmetrie funktioniert. Okay. Na, dann wünsche ich dir halt schon mal ein angenehmes Arbeiten, das nicht so stressig ist, dass du heute einen entspannten Tag hast. Wo ist denn hier der zweite hin? Da hinten. Was macht der denn da hinten? So, wir nähern uns. Ich mache mal hier noch einen Streifen dazu. Hier. Dass die Lücke ein bisschen weniger auffällt. Aber Haare fallen halt so. Dass man hier dann vielleicht einfach noch einen, ja, so einen kürzeren einfach mit dazu reinpackt. Und der ist so wenig dick geworden, den müssen wir dann gleich nochmal dünner machen. Blöd, dass ich das nicht beides markieren kann.
Schwäche 1, 1. So. Ich das doch noch mal ein bisschen anheben, das ist hier nicht so komisch. Komisch reinglitscht. Ist noch irgendwas? Ach so, das ist, weil die so komisch gedreht sind. Dann haben wir die Seiten. Weil so wie das hier ist, kann ich das in VC fest nicht machen mit diesen doppelt gespalteten Dinger hier. Das wird nix. So. Ist immer schwierig, wenn ich jetzt hier so ein einzelnes Haar rauslaufen lasse, das müsst ihr hier verfolgen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Weil man hier halt wirklich die einzelnen Strähnen sieht, wenn dann jetzt hier eine noch hier so lang gehen würde. Sich halt hier, das sieht sehr, glaube ich, komisch aus. Ich könnte vielleicht noch ein, zwei Strähnchen hinzumachen. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal ein Pony noch drauf. Und dann kann man ja noch Feinheiten anpassen. Hat sie mir da geschickt. Ah. Die Textur, ja. Weil 1:1 von 3D in von 2D in 3D mit Bureut. Ist schwierig. Generell 2D funktioniert nicht immer alles in 3D so 100 pro. Pony. Da. Das muss Pony sein. Ist halt hier so ein... Ja, geht der Scheitel in die Seite. Die eigentlich auch noch ein bisschen verrücken. Es geht ja von hier schon in die Seite. Aber einen Seitenscheitel. Ist auch blöd, dass sie das hier nicht von vorne zeigen. Ja, so ein Seitenscheitel. Das beim Geflochten sieht halt auch echt süß aus. Haben wir einen schönen Seitenscheitel irgendwo? Es ist immerhin schon mal ein Seitenscheitel. Ah, so. Das kommt doch schon erstmal in die Richtung. Mal noch was Schöneres, was mehr passt. Wo
Obwohl, ich glaube, das gefällt mir mehr. Sonst war ein bisschen abweichend. Aber das können wir anpassen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr an der Seite noch dran. Auch wenn es, wie gesagt, von dem Original etwas abweicht, aber in New World Studio ist das halt nicht so 100% einfach. Die halt echt schon viele Frisuren hier vorgefertigt haben. Ob da ist für jeden was dabei. Das müsste eigentlich quasi kürzer, dann habe ich diesen Schwung drinne. Ich frage mich nur, das hier, wie ich das gut mit den Haarbrushes hinkriege. Hier runter geht ja noch, aber hier dieses Wupp. Aber das hier kommt schon sehr stark in die Richtung. Obwohl das noch eher, aber es müsste gespiegelt werden. Aber ich glaube, das kann man machen. Ich glaube, das kann man spiegeln. Das ist alle eine Freehand Group. Da kann man dann sagen, Flip. Yeah. Tada. Musik ist gerade echt laut geworden. Und dann müssen wir halt nur noch diesen Flup. Also die Länge ein bisschen anpassen. Mal dieses Flup zur Seite. Das hier. Das hier bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich glaube, das sieht im 3D halt auch nicht so nice aus wie in 2D. Wobei. Hier vielleicht noch eine Strähne oder so mehr, noch eine dünne hier dazu. Oder wir verschieben die hier einfach. Weil das kommt halt schon verdächtig nah daran. Dass wir dann hier. Wir machen die hier dünner. Die hier. Was war die Sickness? Mache ich gleich. Die mache ich dünner. Schieb den Stück nach vorne. Dupliziere mir die. Schieb den Stück nach hinten. Was sieht dicker? Sieht dünner. Sieht dicker. Die Sickness hier. Macht die ein bisschen länger. Dann hätten wir das hier auch. Mehr seitlich. Muss man gleich auf der anderen Seite auch noch anpassen. Ist keine Symmetrie. Mal ist ja ähnlich. Warte mal, da kann ich an den gleichen drin haben. Sag ich Delete. Sag ich das hier. Duplicate. Flip. Duplicate. Das falsche dupliziert. Das hier. Nein, nicht Duplicate. Delete. Dann ist hier die Lücke. Duplicate, Flip. Duplicate, Flip. Ha, tada! Den mache ich noch ein bisschen dünner. Okay, den kann ich nicht dünner machen, der schon so dünn wie es geht. Geht der nicht dünner? Es müsste doch dünner gehen. Wird nur flacher. Na gut, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht.
So, mal gucken, dass wir das hier. Wobei, wenn wir den hier. Anheben. Liegt der oben drauf? Na, vielleicht auch lieber unten drunter. Oder? Nee, oben. Ich mache den einfach auf und dünner. Und verschiebt den so leicht. Dann kämpft das nicht miteinander. Was mit dir? Okay. Das hier ist aber auch irgendwie schief gegangen. Wieso ist das hier so breit und da nicht? Ich kann es halt auch nicht ganz snappen. Aber das war ja auch symmetrisch. Delete. Delete. Ich mache das anders. Duplicate. Das ist der hier. Drauf oder drunter? Wo ist der hier? Da sieht man ihn nicht. Ich glaube schon eher drunter. Der ist doch auch nicht so wie der. Delete. Duplicate. Flip. Ja, hab da irgendwo ein bisschen nicht aufgepasst. Ich hab irgendwo die Symmetrie anscheinend nicht angeschaltet. Das geht ja nicht. Wir wollten das schon symmetrisch machen, dass das hübsch aussieht. Wir haben halt auch, wer ist der hier? Ich glaube, der gehört hier nicht dazu. Der da. Du das? Nein. Gehört er doch hier irgendwo dazu? Das ist der hier. Ich mache mal den auch ein bisschen. Bisschen dünner. Ist der nicht so mit dem. Nee, nicht Y. X. So ein. So einen kleinen Schubser nur. Bin mir nicht sicher. Es sind ja hier diese, den Wusch hier.
Ich glaube, im 3D kommt der halt nicht so gut wie in 2D. Mal gucken. Der müsste dann auch von hier kommen. Dann nehme ich. Dupliziere ich mir das mal. Delete. Delete. Also mal gucken, wie das aussieht. Oh, das ist ein bisschen dick. Das müsste ja auf der gleichen Höhe ungefähr sein. Ja, vielleicht doch mehr so. Ja, glaube ich, ein guter Deckel. Wobei, wenn wir das ein bisschen wie Thickness gehen, ist halt einheitlich sick wie Thickness. Wenn ich die hier dicker mache, ist das hier auch dicker. Ja, vielleicht kann ich ihn dann ein bisschen versenken. Bye. Ja. Dir auch einen schönen Abend. Der sticht halt jetzt total raus, wenn wir das so dick machen. Das war das Falsche. Ein bisschen die Sickness. Nein, Max. Plus. Feature compatible. Bottomless Triangle. Diamond sieht am besten aus. Wobei. Ist halt jetzt hier nicht so dick hier unten. Aber ist doch gar nicht so verkehrt. Wenn wir das jetzt. Sauber oben drauf kriegen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz nicer Abschluss zwischen Pony und langem Haar. Ich habe hier auch noch ein. Das hier ist was, glaube ich. Das lurkt da so ein bisschen durch.
Jetzt müssen wir quasi hier noch. Ah, so haben wir doch einen sauberen Abschluss. Gerade wenn es dunkel ist. Ich nicht so weit abstehen. Vielleicht machen wir das näher ran. Ich glaube, so ist das doch echt nice. So ist das doch echt okay. Oh. Müsst ihr noch mal Pipi machen? Wir haben auch gleich 6 Uhr, das heißt, ich muss gleich Feierabend machen. Ja, weil meine Mom gleich kommt, wir essen was. Ich komme dann, ja, so gegen, heute Abend noch mal so gegen 8, 9 sowas online. Dann machen wir vielleicht ein bisschen Blender oder Unreal. Ich glaube, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Pause. Jetzt haben wir schon mal die Frisur. Mal gucken. Vielleicht machen wir dann. Ja, nachher nicht. Vielleicht morgen mache ich dann weiter. Machen wir vielleicht noch ein paar einzelne Details an den Haaren. Ein bisschen ausbessern hier oben, dass das schöner verläuft. Vielleicht mache ich das dann doch in Blender. Dass ich hier oben das in Blender noch mal ein bisschen anpasse. Dann gehen wir an die Haartextur. Und dann halt an Geweih und Ohren. Aber das dann halt erst morgen. Ich kann halt nicht so lange an einem Stück an einer Sache arbeiten. Aber so Schritt für Schritt machen wir uns doch voran. Jetzt mache ich erstmal, mach Pause, gehe mir den Hunden raus und wie gesagt, so gegen 8 komme ich dann wieder live. 8, 9, sowas, ja. Selbst, guck mal, selbst das an der Seite, wo ich ein bisschen Zweifel hatte, haben wir doch ganz gut hingekriegt hier diese. Ich werde die paar Feinheiten hier sich noch anpassen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier mache oder den Blender. Mal gucken, wo es am besten geht. Und Farbe muss natürlich drauf. Soll ich mal gucken, ob wir, wo ist ein Twitch, dass wir ein Twitch raiden? Mal gucken, ob einer da, nee, ich will nicht meinen Stream benennen, ich wollte eigentlich, ich will auch kein, ich drücke alle Knöpfe. Wo ist denn der Raid-Ding? Hier ist der falsche. Was haben wir? Haben wir jemanden, der auch der Modeling macht? Nee, aber wir haben einige, die zeichnen. Na, dann gehen wir mal in. BM. B. Price Art Stream. Ich weiß nicht, ob der Deutsch oder Englisch ist, aber es sieht interessant aus, was er zeichnet. Und er hat einen lustigen PNG-Tuber. Ist er Englisch? Egal. Multilingual unterwegs.